der beste Mensch, wer ist der beste Mensch? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im authentischen Hadith, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Der beste unter euch, der beste unter den Menschen, ist die Person, die den Koran lernt und dann anderen lehrt. Dieser Hadith, liebe Geschwister, zeigt uns, was man für eine Stufe erreichen kann bei Allah subhanahu wa ta'ala. A, dass man den Koran lernt. Ja, dass man ein bisschen Zeit investiert, um den Koran richtig zu rezitieren, mit auf die Art und Weise, wie es Allah subhanahu wa ta'ala Jibril beigebracht hat. Und Jibril ist dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt hat und beigebracht hat jeden Ramadan. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgetragen hat und den Sahaba beigebracht hat. Und dann zeigt uns dieser Hadith das Schöne, dass man nicht Nutzen nur für sich selber hat, sondern Nutzen für die anderen Menschen. Man ta'allama wa 'allam. Selber lernen und anderen beibringen. Möge Allah uns zu den Koran-Rezitatoren machen. Und jazakumullahu khairan.